Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play Scratches. Ja, in der vorigen Episode haben wir hier ein bisschen noch das Zimmer erforscht und wir sind hier stehen geblieben und machen jetzt mal weiter. Gucken wir uns mal die Schubladen an. Ein Babybilder. Okay, als Arzt. Okay, ziemlich krasse Bilder, aber als Arzt würde mich das jetzt nicht wundern. Das sieht ziemlich irgendwie komisch aus. Okay. Hier. Das sieht doch schon mal besser aus. Na gut, hier ist ja nichts drin. Hier war auch soweit nichts. Haben wir hier irgendwelche Bücher oder so? Oder? Die Bücher im Zimmer sind ziemlich langweilig. Keine Horrorromane. Unglaublich. Ja, Michael steht nicht hier auf Horror. Was haben wir denn hier? Boah, was für eine kleine Schrift. Okay, das wird ziemlich problematisch werden, aber ich versuche es einfach mal. Warum kann ich auch nicht Warum kann ich mich nicht konzentrieren? Januar wieder zerknüllte ich meine Notizen. Es wird schlimmer, das Geflüster, es bringt mich um. Es kann nicht real sein, es kann nicht real sein. Habe die Tür verbarrikadiert, aber in meinen Träumen höre ich es noch immer. Wie kann ich es loswerden, wenn es nur so einfach wäre? Aber wenn ich sie auseinanderreiße, wüsste ich mir ihre übernatürliche Natur eingestehen. Nein, es kann einfach nicht sein. Ich darf diesen Gedankengang nicht verfolgen. Aber ich kann sie tatsächlich hören, ganz deutlich. Habe ich wirklich den Verstand verloren? Es ist einfach nicht. Es kann einfach nicht sein, dass ich genau das erlebe, was James erlebt hat. Es muss Einbildung sein. Wie sonst lässt sich erklären, dass das Geflüster immer lauter wird, wenn ich an der Galerie vorbeigehe. Sie locken mich hinein. Ich will nicht in ihrer Nähe. Ach so, sie will mich nicht in ihrer Nähe haben. Ich kann sie wieder hören. Die gequälten Seelen der Gefallenen, die bis in alle Ewigkeiten leiden. Rhythmischer Sprechgesang im Raum nebenan. Die Quelle weiß ich jetzt mit Gewissenheit. Ich darf mir nichts mehr vormachen. Ist das Getrommel? Bitte um Gottes Willen, lass es nicht Getrommel sein. Ich muss das dokumentieren, ich muss weitermachen. Denn wenn James recht hatte, möge Gott uns allen gnädig sein. Okay, das hört sich schon ziemlich krass an. Ich glaube, irgendwas stimmt mit der Galerie nicht, so wie wir das gerade erfahren haben. Und das ist verdammt nicht mal schön, sowas zu lesen. Es ist zu früh, um ins Bett zu gehen. Okay, was habe ich hier? Auch nichts Besonderes. Am Schreibtisch. Geht es nicht? Nö, man hat Strom. Ah, ich würde mal sagen, rufen wir mal Jerry an und fragen mal, weil er uns schon angeboten hat, dass wir uns einfach melden können bei ihm. Würde ich mal einfach nur sagen, dass wir uns einfach mal den anrufen, gleich wegen dem Strom. Das Besseres können wir sowieso nicht machen. Wow. Das Bild kommt auch schon ziemlich bekannt vor. Ich glaube, das hat schon jeder von euch mal gesehen, glaube ich. Was haben wir hier? Eine Tasche. Ein Stethoskop. Scheinbar das einzige nützliche Ding in der Tasche. Okay. Hier haben wir auch noch was. Was ist das denn? Ach so, wieder menschliche Sachen. Ja, man sieht's, dass er ein Arzt gewesen ist. Jetzt seine ganzen Sachen noch hier gelassen. Aber es ist ein schönes Zimmer, finde ich, irgendwo. Ich bin bis auf die Decke und die hässliche Tapete. Soweit recht doch schön, ja. Ja, ich weiß nicht, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal den Dachboden an und danach gehen wir zu Jerry hin, beziehungsweise rufen wir mal Jerry an. Wow, man hört doch diese altes Holz knatschen. Auf dem Dachboden sind wir jetzt angekommen. Haben wir schon die erste Tür. Okay, die Tür scheint fest zu klemmen. Was haben wir denn hier noch? Das sieht doch hier oben so gruselig aus, ey. Hier gibt es irgendwas Licht. Okay, wir haben eine Tür gefunden, wo wir jetzt reingehen können. Was ist denn hier los? War hier ein Badezimmer oder sind Abstellsachen? Nur ein Haufen alte Ziegelsteine. Oh, was haben wir denn hier? Sonst nichts? Nö, okay. Haben wir hier eine Stange aufgenommen? Sonst hier wirklich nichts. Gucken wir, ob hier. Vielleicht zwei Lichtschalter. Den können wir nicht betätigen. Den auch nicht. Aber hier ist noch eine Tür. Oh, wir können rein.
hier los? Dieses Zimmer ist angeblich mega Müll. Oh ja. Eine Tür. Ach so, hier können wir wieder raus in den Flur. Dumm die Dummen. Dann gehen wir, glaube ich, erstmal noch zurück. Das erinnert mich stark an Resident Evil, diese Dachboden hier. Okay, eine Menge Müll. Was haben wir hier? Ich möchte mir die Menge an Müll in diesen Kisten nicht immer vorstellen. Okay, dann gucken wir da einfach besser nicht rein, wenn es dich beruhigt. Eine Säge. Was haben wir hier? Ein kleiner Ofen. Okay, das ist schon mal etwas. Das sieht aus, als ob da eine Metallstange fehlt. Ich schätze mal, es wird wohl diese hier sein. Ja. Okay. Ich muss den Ofen zuerst anzünden. Wir haben Streichholz dabei, würde ich sagen. Ich bin kein Pyromane. Ja, toll. Du bist auch ein Schlitzauer. Bretter. Sonst nichts Besonderes hier oben. Naja, gut, dann gehen wir erstmal wieder. Haben wir wenigstens schon mal das, die Stange da eingesetzt, würde ich sagen. Und guck mal hier oben herum, was hier so ist. Eine Tür unter der Treppe. Ja, genau. Die Tür ist abgeschossen, aber ich kann durch den Schlüssel auch auf der anderen Seite einen Schlüssel erkennen. MacGyver. Ich muss einen Weg finden, Schlüssel zu bekommen. Bleistift? Der Bleistift ist zu groß, Schlüssel zu passen. Okay. Brief. Das ist nicht zweckdienlich. Das Tuch? Das, ach so, ja, gut. Sauber genug. Naja, auf dem Dachboden, davon gehe ich mal schwer von aus, aber ich glaube dir mal. Was haben wir hier? Sand mit Zucker. Was machen die überhaupt hier auf dem Dachboden? Ein auch ein alter Ziegelstein. Okay, dann gehen wir mal weiter nach oben. Nix. So ein Fenster. Ja, und das wird, glaube ich, später noch von Bedeutung sein, so wie es aussieht. Machen wir wieder zu. Jetzt wird es kalt. Und wir machen das Fenster zu und die Musik beginnt. Was haben wir denn hier? In der Wand ist ein großer Riss. Einige alten verrostete Lampen verschmücken die Wände des Turms. Achso, wir sind gerade im Turm drin. Jo, das stimmt. Ziemlich elegant gemacht, auch so mit dem Holz und sowas. Ich will nicht wissen, wie kalt das hier im Winter ist. Dann warten wir mal ein Fenster. Okay, nichts Besonderes. Aber wir können endlich mal ein Fenster aufmachen. Mit dem Riss und sowas irgendwie können wir mit dem Bohrer jemand machen. Ist nicht zweckdienlich. Oh, okay. Naja, was Besonderes habe ich jetzt auch nicht. Gucken wir uns hier nochmal um. Das finden wir hier. Da haben wir noch eine Tür. Okay, auch. Die scheint festzuklemmen. Wir brauchen unbedingt irgendwoher Öl. Aber jetzt gehen wir erstmal Jerry anrufen. Ich hoffe nicht, dass ich gleich wieder noch umsprinten muss wegen der Nummer. Da ist auch ein ziemlich eleganter, schöner Kronleuchter. Jerry, ich bin's. Michael, was gibt's? Scheint alles in Ordnung zu sein. Außer, dass das Licht nicht funktioniert. Oh, mach dir mal keinen Kopf. Ich hab vergessen, es dir zu sagen. Ich habe einen Elektriker bestellt. Also, einen, dem ich traue. Der soll heute Vormittag kommen. Du weißt ja, wie die Leitungen in diesen alten Häusern sind. Er müsste bald da sein. Gut zu wissen. Ich gehe jetzt meine Sachen auspacken. Und sag dir später, wie es gelaufen ist. Super. Viel Spaß. Klar. Ich glaube, irgendwas passt hier gerade nicht. Wir haben ja schon Sachen ausgepackt. Aber wir gucken mal von draußen. Ich glaube, da war irgendwo ein Briefkasten in der Tür. War da jemand am Tor? Okay. Nicht weglaufen. Das war bestimmt der Elektriker. Schnell, beeil dich. Da ist Briefkasten. Post von uns. Mr. Arsage. Mr. Carter hat mich heute hierher bestellt, um ein Problem mit dem Strom in dem Haus zu ordnen.
in ihrem Haus in Ordnung zu bringen. Ich sollte sie am Tor treffen. Ich habe nun einige Minuten gewartet und sie nicht angetroffen. Jetzt ist es 10.35 Uhr. Ich warte noch kurz auf sie, dann muss ich wieder gehen. Setzen Sie sich bitte so bald wie möglich mit Mr. Carter in Verbindung. Ja, toll. Und jetzt haben wir auch noch den Termin verplant vom Techniker. Scheiße, ey. Jetzt haben wir erstmal gar keinen Strom. Sieht schon aus, irgendwie dunkel zu werden. Okay, rufen wir ihn mal wieder an, den Jerry, was er jetzt zu sagen hat. Ja, Leute, aber was Jerry jetzt zu sagen hat, dies und noch viel mehr, werden wir in der nächsten Folge sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Scratches. Bis dahin wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Gruseln. Bis dahin, ciao!